Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Jule und Jones auf Tour. Ja. So. Wir versuchen nicht zu verdursten. Genau. Wir versuchen. Football Helm Stufe 4 gefunden. Was? Football Helm Stufe 4. Football Helm Stufe 4. Okay. Was da unten? Kinderplanschbecken da. Ja, ich habe da gerade den Football Helm gefunden in der Tasche. Nadel- und Fadenbuch gefunden. Okay. Das ist natürlich besser als die Kapuze, ne? Ist klar. Sag mal, er duckt sich die ganze Zeit weg hier. Das gibt's doch nicht. Mobbing. So. Jetzt aber. Da ist eine Working Stiff Tool Kiste über mir. Ja, okay. Man kann irgendwie aufs Dach. Achso, dann ins Haus wahrscheinlich. Hier die Regale, ne? Wenn da was drinsteht, kannst du die immer noch looten, ne? Ja, Wenn die, erst wenn die komplett leer sind, die Regale, dann kann man die nicht mehr looten. Ein Arbeiterbuch, verbessert Fertigkeit, Reparaturwerkzeugen. Willst du das haben? Ja, weiß nicht. Dann lese ich das High Noon. Verursache 10% Schaden mit 9mm Waffen, gebe ich dir auch. Du hast die meistens. An. Warte! Jetzt gibt die mir Bücher, die mich weiterbringen. Ja. Ach Gott. Lulz. So, schnell rein hier. Das Spiel sagt schon, du stirbst an Dehydrierung. Ja, das hat mir. Die Nerdgirl hat das auch gesagt. Tag 2 und wir werden verhungern und verdursten. Das fand ich schon ziemlich krass. Aber ihr ist auch sehr schwer. Naja, ich habe auf jeden Fall einen Bierkühlschrank gefunden da unten. Auch rechts neben dir, ne? Genau. Du könntest ja mal helfen. Ja, das ist das Blöde an so dünnen Gängen. Ich komme da nicht mehr durch. Ich werde so sterben. Ich bin so gut wie tot. Ja. Das sagte er und fiel um. Naja, gut, dafür habe ich keinen Durst mehr. Das stimmt auch. Hi. Hä? Du stehst neben mir gerade. Ja, kann sein. Oh, das war like. Wieso habe ich denn jetzt hier so ein. Hä? Wieso habe ich denn so einen Stoffbeutel da in der Hand? Interessant. Ja, du hattest Jutebeutel in der Hand und standst neben mir gerade hier oben. Oh, oh. Ach so, weil das die Munition ist. Nein, ich bin so doof. Ich bin so blöd, ich bin so doof, ich bin so blöd, ich bin so doof. Jetzt bin ich in Level up. Oh toll. Gestorben und Level up. Bitteschön. Ich warte hier einfach im Haus auf dich. Scheiße. Aber warte mal, ich habe da doch gar nicht fertig geskillt. Drei Gegenstände mehr tragen. Okay, du bist wieder da. Alles gut. Ja, ja. Ich hab schon Katzenfutter gefunden und Bier. Bier oder Trink? Na, jetzt brauche ich es nicht mehr. Okay, hier unten ist der ganze Loot. Ach Mann, wieso? Ich kann das. Au! Will die Spikes abbauen jetzt. Was ist denn hier? Armored ab. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Rüstungen. Na toll. Bin sowas von kacke. Was ist das hier? Tech Planet. Fertigung von Robotik. Aha. Ein bisschen noch ein Munition. Ist das jetzt einfach mal? Ich habe dreckiges Wasser gefunden, immerhin. Ja, das nützt uns alles nichts. So. Also, ich meine, ist schön, dass wir es haben.
Nur wir können nichts damit machen. Wir können es nicht abkochen, weil wir keinen scheiß Kochtopf haben. Ja. Aber Hauptsache, ich habe ein Kabelwerkzeug gefunden. Ach, die scheiß Box, da hat er noch 5000. Hast du Dietriche? Zufälligerweise? Ja, zwei Stück. Warte, ich komm zu dir runter. Ja, probier mal, ob du das Ding hier aufkriegst. Ist egal, ob ich es probiere oder du. Warte kurz. Hier drüben. Ach, da bist du. Hier. Nee, wo bist du? Wo? Ums Eck. Hä, ich stehe doch vor dir. Nee, ich habe die Kiste gesucht und habe das nicht für voll genommen, weil ich dachte, das wäre ein Safe oder so. Ach so. Und dachte mir so, hä, wo ist denn das Ding jetzt hin? So, ich trinke nochmal was von dieser komischen Brause hier. Naja, geht so. Okay, nächster Dietrich. 30. Dietrich ist alle. Ja, das dauert eine Ewigkeit, bis wir das Teil da aufhaben. Mhm. Komm, lass stehen, lass weitergehen. Beziehungsweise wir gucken einfach mal noch ein bisschen hier im Haus. Ja. Hier steht auch noch eine Kiste. Hier stehen bestimmt auch noch Zombies irgendwo rum. Da kommt ein Zombie. Boah, ja, natürlich, natürlich. Du mich auch. Und ich habe die Verbände nicht dabei. Was denn? Brauchst alles gut, alles gut. Ich habe welche hergestellt. Ich hätte dir auch einen geben können. Alles gut. Ich habe sowieso noch was für dich hier. Du hast noch was für mich? Ja, hier ist noch ein Buch. Wow. Alter Schwede. Gegrilltes Fleisch und roten Tee. Ja, besser wie nix, ne? Roter Tee, wenn wir Wasser hätten, könnte ich den wenigstens machen. Das wäre nice. Ich habe ein Buch gefunden, das ist Rifle World. Jagdgewehre. Was für ein Geräusch. Ich habe gerade mit der Steinaxt, mit dem Wrench, mit dem Schraubenschlüssel auf den Stein gekloppt, weil ich keine Steine hatte. Achso. Ja. Willst du dieses Buch haben mit der Waffe? Ja, das kannst du mir das geben, ja. Hier. Zement kommt da raus. Oh, 8 Stahlbarren sind da drin gewesen. Wow. Blaubeersamen. Wir könnten ja echt mal was anpflanzen. Ja. Liegt ganz viel Müll rum. Ein Pinsel. Muss ich hier irgendwas zum Wegschmeißen? Eine Feder. 7 Jetons. Ich bin reich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da liegt ein Zombie drunter. Ein Klo ist hier auch. Ii. Naja, vielleicht hast du eine Pistole drin. Dreckiges Wasser. Nee. Hier sind noch 2 Maiskolben in der Mikrowelle. In der Mikro, ja. Okay. So. Wir sind jetzt. Ne, wir sind. Hier müssen wir noch rein. Hier ist auch noch eine Kiste, ne? Ne, da warst du schon da drin. Da war ich drin, wo der Zombie rauskam. Hat reingeschaut. Okay. Also ich bin jetzt sowieso komplett voll. Wollen wir mal nach Hause? Ja, ich auch. Ja, gerne. Dann lass uns mal nach Hause tingeln. Ist sowieso 20.35 Uhr. Ja.
gucken wir mal, was wir zu Hause noch machen können. Ich nehme mal noch ein paar Steine mit hier. Ach du Scheiße, das ist 5000 Meter weit weg. Ja. Nicht das Haus, das Huhn. Ich sehe das Huhn. Ach so. Setz dich hin, los! Aber da, wo ich sehe. Ach Mann. Blödes Vieh. Er ist so. Das ist Mobbing. Hühnermobbing. Ja, richtig. Hühnermobbing. Mhm. Technikband, Technikfreak, Buch gefunden. Okay, gut. Gib ich dir dann, ne? Ja, bei Gelegenheit kannst du mir das geben, ja. Jetzt erstmal nach Hause, ich bin rappelvoll überladen. Ich auch. Mehr Plätze gehen nicht. Ja, wir könnten halt noch versuchen, bei der Händlerin was zu verkaufen, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. Also ich glaube, ich komme da gar nicht so schnell an. Ich glaube auch nicht. Die Nacht muss ich halt so noch überstehen und dann würde ich verkaufen. Ja, irgendwie so müssen wir das lösen. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Düdüm, düdüm, düdüm. Ich habe mir ja schon ein paar Let's Plays angeguckt, ne, von der Alpha 21 und alle haben sie irgendwie voll das Glück, finden einen Wasserfilter, finden ständig was zu saufen und keine Ahnung, haben überhaupt kein Problem. So. Ja, ist einfach so. Also kann ich so nicht unterschreiben. Bisher finde ich das echt relativ schwer gerade. Es ist schon, ja, heftig. Ich meine, klar, wir könnten, wir können halt natürlich irgendwie uns ein bisschen Fleisch braten oder so, aber das nützt ja nichts, wenn wir das Fleisch dann essen. Nee, das nützt uns gar nicht. Und uns das Wasser abzieht. Wir brauchen Wasser, ja. Also selbst das gegrillte Fleisch ist zwar ganz nett, gekochtes Ei, wir brauchen für fast alles Wasser. Das gegrillte Fleisch bringt auch nur bedingt etwas mehr als das Wildbret. Ja. Ich mach davon mal drei. Brech die ab. Nadel und Faden. Staubmäntel. Soll ich das mal lesen? Staubmäntelfertigung. Mach doch. Und das Technikband packe ich dir in die Essenskiste rein. Ja, ich bin jetzt auch zu Hause. Ich komme gerade die Treppe hochgestolpert. Ausschalten. Dann packe ich doch lieber einen Stuhl rein. So. Gott sei Dank. Zement weg, das weg. Haben wir eine Händlerkiste? Mm-mm. Mache ich uns mal eine, wa? Ja, bau mal eine. Ach Quatsch, jetzt schreibe ich da Händler rein. Ich brauche doch einen Storage Chest. Schreib doch Händler rein, vielleicht funktioniert es ja und der weiß intuitiv, was du willst. Ja, genau. Jones für eine Händlerkiste bauen. Händler. So, die stelle ich mal. Wo stelle ich denn die hin? Hier bei die Luke vorne, ja? Ja, irgendwo vorne, ja, das macht Sinn. Das. Stahlsperrteile. Den Schockstab. Kapuze verkaufen. Brauchen wir auch nicht. Hier der Scheinwerfer, der ist relativ viel wert. Und die könnten wir auch verkaufen. Die bringt eh nicht viel. Wir brauchen momentan eher das Geld. Was machen wir denn hier in die zweite Kiste rein? In die mittlere, da sind jetzt die Waffen drin. Soll ich da mal die Werkzeuge und so dabei packen, die ich gerade nicht brauche? Ja, Werkzeuge, Waffen, wenn wir sowas haben. Ich mache dann auch Munition dabei, ja. Ja. Ich
habe die Pistole bisher sowieso noch nicht genutzt. Überlege, ob wir die verkaufen sollten, die selbstgebauten. Also ich habe jetzt die selbstgebaute Schrotflinte, die würde ich verkaufen, weil die auch viel zu wenig Schaden macht. Macht zwar 10 Kugeln, A9 Schaden, aber ich würde eher die Pistole verwenden oder so. Ja, okay, dann lasse ich die Pistolen da drin. Ja. So, da haben wir hier noch... Ach, ich habe hier eine Schrotflinten-Drossel-Mod. Ja. Hier, kannst ja mal gucken, ob die da drauf passt, auf deine Kiste da. Ups. Beenden. Leo passt drauf. Hat den Preis quasi gerade verfünffacht. Okay. Also von 8... Warte. Von 38 Jetons auf 153. Boah, ist doch schon mal nicht schlecht. Mit einer Mod. Achso, warte, die Kiste war jetzt hier vorne. Vorne. Wir haben, also ich habe ein Reparaturkit. Ein einziges. Mach doch lieber den Schraubenschlüssel. Ja, soll ich den reparieren damit? Ja, weil dann kann ich nämlich elektrische und mechanische Teile abbauen. Ich habe da einen Punkt reingepackt in, Ja, dann links. Komm her, dann gebe ich dir das. Hier. Wer ist das? Als Stoffsammler. Ja, ist ja gut. So, hier ist das Buch Technik Freak, ja. Ja. Yep. Genau, das für dich. So, und ich hatte noch einen Skillpunkt, wenn ich mich nicht täusche. Jo. Mein Rohr. Stärke. Hasse, du stehst ein bisschen in der Tür. Ja, ist gut. Deinem hübschen Adoniskörper. Meinem Adipositaskörper. Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber hast du leider recht. Und im Feuer sind für dich Essen, also die Grilldinger. Fleischstückchen. Warum hat dieser Holzbalken 1000 HP? Kann es sein, dass du alles an Holz hast? Ja, kann sein. Das ist die Tür, deswegen ist sie so stabil. Kannst du mir ein bisschen Holz geben? Okay, ein bisschen. Das war die Hälfte. Wow. Geht am einfachsten. Ja. Gut, also kann ich diese Beete und Felder schon herstellen? Die kann ich herstellen. Ja, gerne, mach. Also ich guck mal, was wir haben. Wo sind das vergammelte Fleisch? Ach da. Und Lehm brauchen wir dafür. Was noch? Achso, Nitrat. Holz. Und Nitrat, ja. Werden leider nur 2 Blöcke. Wir haben nicht genügend Nitrat. Ja, ist nicht so schlimm. Aber dann erstmal wenigstens 2 Blöcke, dann würde ich Kartoffeln anpflanzen oder Blaubeeren oder sowas. Trink jetzt mal ein Bier. Ja, mach mal, trink dir mal ein Bier. Was fast am Verdursten bin. Achso, haha, gibt kein Wasser. Haha. Tja. Nice. Tja. Das ist ja toll. Also nicht. Pack mal die Schüssel hier zum Essen mit rein, dass wir die dann verbrauchen. Damit anbraten. Was macht man dann jetzt noch mit trübem Wasser? Wasser. Ja, sonst aber nichts. Kochtopf. Richtig? Genau. Ah. Wir haben keinen Kochtopf. Ja. Achso, denk mal an Feuer. Ich hatte nur einen Grill irgendwo, aber den hast du schon da drauf gepackt, ne? Auf ja, das Feuer. Im Feuer ist Essen für dich. Naja, der Grill, den sieht man auch da so einigermaßen. Nimm das ruhig raus. Ja, okay. So. Ist kalt. Suche einen Unterschlupf. Mhm. So. Was soll ich denn hier anpflanzen? Was hätten wir denn hier? Die 2 Kartoffeln? Kartoffeln. Ja, Kartoffeln. Okay. Die Frage ist jetzt halt, wo und wie, ne? Einfach unten. An der Seite. Eigentlich schlagen die doch nicht drauf ein. Also ich meine, gut, jetzt bin ich mir ehrlich gesagt etwas unsicher, weil die haben ja auch den Hasen, den ich da erschossen habe. Ja. Ich bin bei dir. Warte. Ja, ist okay. Ist, glaube ich, nur der eine. Ja, hat einen Sack da hingeschmissen. Wow! Ah, ich bin vorsichtshalber da. Nee, gibt mehr. Da ist ein Farmbuch drin gewesen, cool. Nice, das ist doch genau richtig für dich.
Kommt noch einer. Wo denn? Ach da. Krise. Ja, gleiche Richtung. Nice. Okay, Musik hört auf. Was ist denn das hier für ein Buch? Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Samen. Willst du es haben oder soll ich es lesen? Nee, du kannst das ruhig lesen. Moment, ich habe gleich noch Besuch. Was denn das? Wo ist sie denn jetzt? Was stimmt mit der Frau nicht? Was stimmt mit der nicht? Dreht ab und haut auf den Baum ein. Was ist denn mit der los? Das ist deiner. Das ist deiner. Da ist noch eine Steinaxt drin. Und Messing. Das ist gut, den können wir verscherbeln. Der ist kaum noch. Ey, ist krass. Der ist kaum was wert, ja. Echt bitte. Naja, so, die Felder stehen auf jeden Fall schon mal hier. Die können dann schon mal wachsen. Es hat gerade so schön geregnet, ey. Okay, ich komme noch aus dort. Ja. Aber 6 Teile, 4 Plastik, Schraubenfedern, Messe. Ja, doch, sieht gut aus, sieht gut aus. Also damit kann man noch ein bisschen Geld machen. Erstmal gut herausfinden, was Geld bringt. Diesen Tausammler, da braucht man diesen Wasserfilter für. Den kann man aber nur kaufen, ne? Das ist nicht der Wasserfilter, das ist nicht die Wasserfilter-Mod, das ist echt ein eigenes Item. Okay, krass. Ressourcen. Was auch immer. Hier kommt Papier raus. Hm. Der Stapel, der gelbe ist immer ein Papier. Ah, hier ist die Welle. Die Baustelle. Ah, hast du schon gelootet ein bisschen. Okay. Ja, da war ja das Buch drin, was ich aus Versehen gelesen hatte. In dem Mischer. Ja, okay. Und aus den Dingern kriegt man doch eigentlich Stahl, oder nicht? So was. Ich brauche erstmal Ausdauer, um springen zu können. Hm. Das könnte jetzt ein kleines Problemchen werden. Ja, da kamen früher Stahlbarren raus aus dem Elektroteil da. Ja. Aber ob das jetzt noch so ist? Try and Error. Ich warte jetzt. Es baut sich leider nur in einer Schritten noch die Dings auf. Ja, jetzt war ich wieder länger dort. Schnapp dir einen Snickers. Ja, und Wasser. Schnapp dir eine Flasche Wasser. Ja. Eisenbahn kommt raus. Eisenbahn. Okay. Ja, ich weiß gar nicht. Stahl. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall Reparaturkits bauen. Hm. Und ich habe ein paar von diesen grünen Dingern gesehen. So, also. 2 Eisenbahren, 1 Stahlbahn. Ist okay. Ja, besser wie gar nichts, ne? Oh, ich habe die falschen Blöcke gebaut. Ja, ups. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich sagte da nichts, ne? Er hat nichts gesagt. Nee, ihr habt was gesagt. Was hast du denn da für komische Blöcke? Ach so. Wie heißen die denn? Baublock oder wie? Ja, Baublöcke heißen die, glaube ich. Okay. Mal auch erstmal wissen. Die müssten dann sein. Ja, genau. Baublock. Gut. Baublock. Da ist ein Zombie. Ein Zombie? Egal, vielleicht verdurste ich auch gleich, fehlt nicht mehr viel.
Da hinten läuft ein Hirsch rum. Ja, hab ich gesehen. Südwest, dahinter ist auch ein Zombie. Oder hast du den schon gemacht? Der war hier vor, der Zombie. Den hab ich grad weggeschossen. Ja, der war an dem Baum, ne? Ja, okay. Den hab ich grad weggeschossen. Nice. Ich denke aber, wir haben gleich das Geld zusammen. Für den Filter. Ich hab den Hirsch abgeschossen. Auf 180 nice. Meter mit einem Schuss. Level up, dankeschön. Mit einem Steinpfeil. Mit einem Steinpfeil, egal. Du bist halt gut. Ja. Halt voll gut. Naja, wie man es nimmt. Komm. Na klar. Guck schon, 2 so. HP hast du doch. 2 HP? Was? Wie? 2 HP hat das Auto und ich habe keine Ausdauer. Ja. Pack hier gerade sowas von ab. Ja, das ist ziemlich doof. Aber ja. Ich meine, gut, so ist es nun mal. Dabei spielen wir das schon auch sehr einfach, das Spiel hier, ne? Ja, wir haben wahrscheinlich einfach nur Pech gerade mit dem Prefab oder mit der Map. Ja, die Map ist ja eigentlich ganz cool, ne? So. Ja, vom Loot meine ich, weißt du? Was so wo drin ist gerade. Ja, es. Haben wir einfach gerade, denke ich. Bin mir nicht sicher, ob ich. Ich glaube, ich setze mal einen in der glückliche Sammler rein oder so. Oder. Schatzsucher? Nee, Quatsch. Okay. Bin mir da gerade echt. Glückliche Sammler. Oh, ganz viele Bücher drin. Oh Mist. Wo bist denn du? Da, hinter dem Haus. Ich kann leider nur gehen. Wo bist du denn? Ach, da. Da waren jetzt 3 oder 4 Bücher in dem Briefkasten drin. Hier. 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 Was ist denn das? Achso, Medical verbessert die medizinische Handwerksfähigkeit. Oh, das ist gut. Ist ja eher was für dich. Ah! Oh, Alter, warum muss ich das Spiel so erschrecken? Verdammte Kacke! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich bin einfach so ganz chillig hier gegangen. Ist eine Schlange da. Eine Schlange? Warte. Eine Schlange. Eine Schlange. Verdammte warte. Scheiße, die Welt geht unter. Ja, ich hab mich voll erschrocken, weil ich nur den Schwanz gesehen habe. So, da ist sie. Oh. Ja, sorry, aber wenn irgendwas ganz Kleines auf dem Boden sich so bewegt und du die macht runter und dann erschreckst du dich. Ja, du liegst, du hast einen Puls von 15, weißt du? Richtig. Aber ich erschreck mich, weil ich 0 Ausdauer habe. Aber, Was denn? Was ist ein Aber? Was ist ein Aber? Was ist ein Aber? Na? Was ist ein Aber? Nix. Was ist ein Aber? Lass mich heilen. Ich verblute hier gerade. War das durch mich? Nein, das war durch die blöde Krankenschwester. Okay. Ich habe auf dich eingeschlagen. Aber eigentlich müsste das aus sein. Schlag mal auf mich, bitte. Warte. Du hörst mich nicht, ne? Nö. Ja. Warum auch? Wer weiß. Hunger haben wir jetzt auch noch. The Splinter Residence. Aha. Meister Splinter? Und die Turtles? Mhm, so in der Art. Und Shredder dann auch? Hier war ich glaube ich schon drin, ne? In dem Ding hier. Hier war noch ein Safe. Ja genau, hier war noch ein Safe drin. Na, da hau ich mal auf dem Safe drauf rum. Vielleicht kommt da was Brauchbares bei raus. So, ich habe jetzt 6 Eisenbarren und 4 Stahl. Ja, okay, gut. Ja, ist wirklich gut. Ja. Wer hat, der hat. Du hast nicht genügend Ausdauer. Ja, frag mal. Bei mir ist das so krass beschnitten hier. Irgendwie. Ich hau mir mal hier die Suppe rein.
Fast gar nichts mehr, ey. Ach du Scheiße. Kannst du hier ein bisschen mit drauf rumkloppen, wenn du willst. Ja, ich schlag dreimal und dann bin ich tot. Also, am Arsch. Wird dir, glaube ich, gerade nicht helfen. Versuche jetzt noch irgendwie Teile zusammenzubekommen, die wir dann verkaufen können. Okay. Ja, die Nacht ist ja jetzt sowieso vorbei in 10 Minuten. Also, die sind 166 wert und 83. Plastik müssen wir mal gucken, ob wir schon einen Teil verkaufen können. 31. Ich glaube, wir brauchen 100 für den Tausammler. Haben wir locker zusammen, glaube ich. Also will ich mich jetzt nicht dolle irre, aber ich denke schon. Das ist irgendwie mal eine ganz andere Schwierigkeit, jetzt so zu spielen, obwohl wir gar keine Schwierigkeit eingestellt haben. Ja, also es ist ja nicht auf super easy, sondern wir spielen es halt auf ganz normal auf Abenteurer, ne? So wie das Spiel halt eingestellt ist, wenn du startest und spielst. Ja, ne? Das ist schon halt krass, nichts geändert. Also, wenn ich jetzt kämpfen müsste oder so, würde ich schwarz sehen. Da hätte ich keine Chance. Ja, weiß. Na Gott sei Dank. Ja. Hey, ein gelber Schlagstock. Aber ist immerhin 50 wert. So, gut. Gut? Ja, gut, gut. Wollen wir nach Hause tappen? Ja, gleich. Also ich würde mal schon mal vortipseln. Ach Quatsch, da ist ja der Händler. Wir wohnen ja hier. Ich pflanze uns noch einen Baum hier bei. Ja, mach mal. Einfach, weil es geht. So, okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Wenn sie gestorben sind? Wenn sie nicht gestorben sind, dann sehen wir uns bald wieder, genau. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. In der Apokalypse. Ja. Ich bin gespannt und ihr hoffentlich auch. Okay, dann macht's gut. Bis denn. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.